Harry Maguire! Hey Leute, was geht ab euch? Herzlich willkommen zu einem Orakel zum DFB-Pokal-Halbfinale. Leverkusen gegen Düsseldorf gibt's heute. Düsseldorf ist ja auch am Start mit dem Logo und mit zwei Duo-Stickern. Also Leverkusen hat größere Chancen, rechnerisch gesehen in den Packs, aber Düsseldorf ist auch dabei. Und ich denke mal, das gleicht sich damit aus, wie die Favoritenrolle in Real Life verteilt ist. Also kann das sehr, sehr gut orakeln mit den Bundesliga-Stickern. Gehen wir einfach mal rein. So, meine Prediction ist ein 3:0 für Leverkusen. Ich denke mal, Leverkusen wird sich das nicht nehmen lassen. Und ja, ich wollte schon sagen, dass das Leverkusen-Logo, aber ich glaube, das ist Union. Schreibt gerne eure Predictions in die Kommentare. Oder ich starte mir mal mit Union Berlin. Dann haben wir Timo Hübers von Köln. Dann haben wir einen Köln-Spieler von früher. Dann Duran Will von Dortmund. Woltemade, Swanberg und Hussein Basic. Köln-Pack, kein Leverkusener und kein Düsseldorfer. 0:0. Machen wir weiter mit dem zweiten Pack. Also, ja, wie ich schon im Intro gesagt habe, es muss schon sehr viel passieren, dass hier Düsseldorf das Orakel gewinnt. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Dann haben wir Sko und Beste. Dann Osei Tutu, Honsak und das 1:0 für Leverkusen durch Jonathan Tah. Dann haben wir auch Wind und Grifo. Das heißt 1:0 zur Pause für Leverkusen. Läuft alles nach Plan, würde ich sagen, bei der Werkself. Finale ist ja sicher schon eingeplant worden. Also es sieht gerade echt gut aus bei Leverkusen. Meisterschaft, Euroleague, DFB-Pokal. So, Stuttgart, Relegationssticker. Jubelsticker. Dann haben wir hier einen Zweitligasticker, in dem Fall von Hamburg. Dann haben wir jetzt Schwanschada von Gladbach, Olmo von Leipzig. Dann das Hannover-Duo, Tresoldi und Teuchert. Füllkrug, Niklas Fülle und Max Finkgräfe. Letztes Pack. Und wir starten mit einem Freiburger, Merlin Röhl als Wunderkind-Sticker. Sehr cool, dann haben wir Masraoui. Döki von Union, Simakon, Holstein-Kiel-Logo, Glitzer-Sticker zählen ja doppelt, also das wäre die Riesenchance gewesen für Düsseldorf, Pfeiffer und Robert Lewandowski. 1:0 geht es am Ende aus für Leverkusen. Ja, ich denke mal, damit wären die Leverkusener nicht zufrieden, aber Finaleinzug ist Finaleinzug. Und damit wäre es das auch schon wieder fürs Video. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und ja, bis zum nächsten Mal. Piu.